Ja, Freunde, Sky YouTube Sports. Willkommen zurück hier auf Alien Colonial Marines. So, ich hoffe, ich bin etwas lauter jetzt. Letztes Mal war ich da nicht ganz so laut, aber naja, macht man nix. So, dann wollen wir jetzt mal. Aha, die begleiten uns jetzt. Okay. Ja, gut, wo ich aufgehört habe, sind die uns vorne weggelaufen. Boah, guckt euch da, Alter, guckt ihr das an, Alter. Das ist einfach ein Vulkan ausgebrochen ist, ey. So ist das am Qualmen. Das ist ja, glaube ich, die Sulaco, die abgeschmiert ist. Jo, da sieht man noch ein paar Trümmerchen. Oje. Okay, wir müssen da hoch. Ich wollte aber da lang. Gehen wir da hoch. Nehmen wir mal da lang, wo Dinge. Und jetzt? Oh, die rennen darüber, dann kann ich das auch. Oh, das sieht ja aus wie Lava. Also noch ein Vulkan. Okay. Einer ist hier, wo sind die anderen? Wollen die nicht? Ich weiß auch nicht, wem ich da hinterherlaufen soll. Und was? Alter, hat die einen geilen Arsch, ey. Was ist denn jetzt erst? Puppe, ich glaube, ich muss dich mal reiten. Okay, da ist ja nichts. Ja, mal immer hinterher, wenn wir da hinten auch gerade auslaufen können. Ich habe immer das Gefühl, das kommen wir da hinten wieder raus, oder? Ach, ey, was ist mit Ihnen denn passiert? Gänsehaut, mega. Da explodiert dann einfach mal was. Ja, wahrscheinlich nicht daran, weil ich beim letzten Mal so leise war. Da mit meiner Schnauze mal weiter nach vom Mikrofon weg bin. Ja, keine Ahnung, das hat sich bei mir irgendwie so. Das ist jetzt merkwürdig hier. Okay, hier kommt man nicht irgendwie rein. Das Ding ist auch. Ja. Was anderes. Sir, was wissen Sie über die Marines, die vor 17 Wochen hergeschickt wurden? Dasselbe wie Sie. Zwei Truppen mit einer Wavel-Titani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen Überlebenden des Planeten, die es auf die Sulaco geschafft haben. Sie waren im Kryo-Schlaf, als Sie auf Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es hierher gebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Augen auf, Red. Ja, er erzählt die Geschichte von Alien Teil. Ich glaube, das müsste sogar 3 gewesen sein. Wenn mich nicht irre. Ja? Mit dem Mädchen und so. Also das Gefängnis. Kryo-Schlaf, ja, ertrunken, die Kleine. Traurig, traurig, traurig. Hat gerade eine neue Mutter gefunden und dann kommt dann so eine Scheiße. Und wie sich da in dieses kleine Alien da bei der Ripley ein ist, also unverständlich, wie das passieren konnte, ne? Ja, okay, wir sind jetzt hier, was sollen wir jetzt machen? Na, wir gehen einfach da weiter, oder was? Du läufst ja auch in der wie sie mir alle in der Halle oben. Okay. Aber wie, oh, guck dir das an. Ach, das ist die verlassene Station. Man sieht das. Man kennt es schon leicht, ne? Aber es ist sehr interessant, dass diese Broschens hier einem bei so einem Feuergefecht einfach nicht wirklich richtig unterstützen, ne? Also man muss auch die meiste Arbeit fast machen. Man muss auch den hinterherlaufen und den AA abputzen und so. Das ist schon ein bisschen cremig hier. Man geht auch ziemlich sehr schnell drauf. Also nicht wie in jedem anderen Spiel. Hier ist das echt mal extrem. Was zum... Habt ihr das auch gehört? Oh. Ich will nicht bleiben und rausfinden, was das war. Okay, ja, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich im späteren dann noch so kommen. Die Soap ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Ja, wir gucken, ob wir da reinkommen. Ja, okay, wir sind der Hacker. Wir haben... Oh, guck mal hier. Heutzutage musst du auch Schlüsseldienst rufen. Also, hier, mach mal. Zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen hier über 100 Leute zusammentrommeln. Hier machen wir das einfach mal so.
Couchen. Autschen, der Maulwurf hier. So, hier drin ist wieder stickig, mulmig und warm. Sorry, ich habe gerade aufstoßen vom Cappuccino. Ich bin letzte Nacht mal frühzeitig ins Bettchen gegangen. War dann so kurz vor 12 so, ja, oder um 12:30. Dann um 7 Uhr war ich dann irgendwie wach und dann kriegst du nur noch Gedanken im Schädel und dann, was machst du denn dann? Ach, komm, nimmst du Alien auf, ne? Mom, ich bin's, Anne. Ich weiß, ich wollte dich nicht mehr um Geld bitten, aber wir müssen nach Hause und die Firma zahlt nicht für ein Shuttle. Es geht um Russ. Wir haben dieses Ding gefunden. Ich dachte, es hätte ihn getötet, aber dann ist es gestorben. Einfach gestorben. Er sagt, es geht ihm gut, aber ich habe ein komisches Gefühl und... Mama, bist du okay? Dad wartet in der Cafeteria. Okay, Newt, einen Moment, Schätzchen. Ich rufe wieder an, Mom. Russ, feeling in the air, a feeling Russ. Oh, okay, wer war vom Thema ab? Newt, ihr habt schon gehört, ne? Newt, die Kleine, die hieß Newt. Und Newt, den kennen wir ja aus dem Film. Und das wäre so ein Vlog. Also ich finde das Spiel ja mal richtig geil gemacht. Ja, lass mich mal raus hier. Jo, ich gehe mal da vorne und mich umsehen. Geil. Die Lampe, die leuchtet auch so. Die ist nirgendwo an der Kabel angeschlossen. Also ich muss ja eine Duracell drin haben. Ey. Krass. Ja, da oben ist auch so eine Lampe. Die leuchtet auf Dauer. Die da unten, die Licht... Okay, keine Ahnung, ob die über durch das Metall ihre Energie kriegen zum Leuchten. Warte mal. So ein Bobbycar. Ich hab das Einzige, was ich hatte, war früher ein Bobbycar, aber sowas habe ich nie gekriegt als Kind. Mein Vater hat lieber das Geld rausgeschmissen und versoffen, die blöde Sau, ey. Anstatt sich um mich und meinen Bruder zu kümmern. Ja, ja, so einer war das. Ist aus mir nichts geworden. Nächstes Jahr wohl dann. Jeder ist sein eigenes Glück gespielt. So, wollt ihr jetzt da die ganze Zeit stehen bleiben oder darf ich? Ja, da empfängt was. Oh. So. Warte mal, ich hab doch. Ja, das war F. Ich wollte aber. Sie haben nur irgendjemandes Habseligkeiten aufgespürt. Was haben wir denn? Mann, keinen Fehlalarm, bitte. Maschinenpistole. Was ist das denn? Sekundärsturmgewehr. Wir haben aber noch so einen Gasbrenner gekriegt gehabt. Warte, ich. Okay, wir haben den Gasbrenner haben wir jetzt irgendwie nicht. Ja, wir müssen dann also im Inventar müssen wir dann immer wechseln. Wir haben also nicht wie bei Wolfenstein so mehr Rubriken, wo wir zwischen den Knarren auswählen können. Hier ist das halt noch so gehandhabt, dass man dann in einem Menü irgendwo. Er guckt ja aus dem Fenster. Was ist denn hier zu sehen, mein Lieber? Bishop? Okay. Also ich muss sagen, weil ich ja vorhin irgendwie ein bisschen irgendwie abgeschweift bin, dass dieses Spiel ja richtig schon mal so auf das Film, auf die Filme konzentriert haben. Von den Sounds her, Umgebung, Namen und so, finde ich geil. Richtig geil gemacht. Aber mein fettes Messi an die Spielentwickler. So. Naja, wisst ihr ja, wenn wir da gelandet sind, quasi war dem auch mit dem, sag mal schnell, mit dem Flugzeug gelandet und sind da mit dem Auto in diese Station rein, um unsere Leute, also die Soldaten dann zu retten und so. Das ist dann hier, wo wir die kleine, wie heißt sie jetzt noch gleich, ne, habt ihr aufgepasst? Newt. So, ich bin aber der immer vorgehen muss hier, weil sonst keiner traut. Wenn einer als erster schießt, dann soll die das sein und nicht ich, aber wie ich das kenne, man hält sie. Schweißen Sie die verdammte Tür auf. Oh. Ja, okay. Damit bin ich da nicht immer. So, dann machen wir. So.
Okay, hier ist Nick. Ah, aber für damals, also wäre ja mal geil, wenn die ihren neuen Alien-Teil in diese Richtung rausbringen würden. Nicht Alien Isolation. Der fand ich nicht so toll, aber den finde ich, weil das ein Klassiker ist. Das jetzt zum Laufen bringen. Bishop, sehen Sie, was Sie tun können. Natürlich. Legen Sie die Smart Gun dort auf den Tisch. Winter, machen Sie sich am Terminal zu schaffen und bringen Sie den Tisch zum Laufen. So, mach mal zu hier, ne? So, so. Voicemail. Okay, keine Voicemail. Alles kaputt hier. Wow, das nenne ich mal. Nehmen Sie Befehle von Cruise entgegen. Erstmal umgucken hier. Wow. Ja. Hat die also schon. Gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, ich würde Sie gern begleiten. Ich könnte Sie beschützen. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter sich in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Verstanden. Wird erledigt, Sir. Das haben wir gerade gesagt, alles klar. Wir sind aus Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Hier war doch vorhin irgendwie so ein Ausrufezeichen, so ein Dreiecks. Okay, das war dann also dieser Tisch gemeint mit. Hat mich der Captain gerade Babyface genannt? Jawohl, Babyface. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Grand Level G21. Was ist denn mit dir kaputt? Warum aus denn? So, und das ist der Raw. Okay, was machen wir hier? Bishop, okay, 33. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch vier weitere. Ja, sagst du so. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, als wenn wir gleich hier erstmal unterbrochen werden bei den Anbringen von diesen Ladungen. Weil das sind ja so eigentlich diese. Das sind ja eigentlich. Was geht hier vor? Okay, man versucht dann hier ein Gameplay draus zu machen und dann wird immer unterbrochen. Finde ich schon mal interessant. So, jetzt hauen wir das nächste Ding hier hin. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 33. Machen Sie weiter so. Man kennt diese Knack. Oh, alles klar. Scheint, als hätte sich hier jemand ganz schön heftig zur Wehr gesetzt. Alle Waffen leer. Keine einzige Patrone. Finde ich nicht hier. Okay, so, hier ist der nächste. Okay. 3 von 5, aktiviert. Die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Sehr schön. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt wieder hier raus. Ach, sind wir doch an einem gruseligen Forschungslabor. Ich mein, Kekse. Voll der Horror. Okay, Bewegungssensor. Jo, okay, hier bringen wir noch einen an. Okay, Bishop. Sensor 4 müsste funktionstüchtig sein. Verstanden, Winter. Einer noch. Ja. Ja, gehst du jetzt vor oder soll ich das jetzt machen? Guck dir mal, das ist eine Sauerei. Das, guck mal, die haben jetzt schon so eine Wumme, ne? Und wir kriegen die erst irgendwann später, wenn wir sie überhaupt kriegen, so sag ich mal. Gut, ich weiß, dass wir sie kriegen. Ja, ich weiß schon mal bei jemandem angeguckt habe. Der hat das Spiel echt gut rübergebracht. Findet ihr aber auf meinem YouTube-Kanal unten. Best Let's Plays Playlists anderer YouTuber. Oh, da war das nächste Ding. Das sieht mir auch so eine. Warum sollen wir denn hier einen Sensor anbringen? Der Raum hat ja aber so gar nichts für sich. Machen wir dann einfach mal. Okay. So, ich habe beim letzten Mal nicht so viel gequatscht. Dazu, bitte kommen. Sensor 5 einsatzbereit. Und jetzt? Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger Winter, das sieht sehr gut aus. What? Was geht hier vor? Stromstöße. Winter und O'Neill,
Der Sensor im Leichenraum ist ausgefallen. Seht euch das mal an und kommt zurück zur Zentrale. Actual over. Setzen Sie den Sensor im Leichenraum zurück. Das geht es nicht. War das jetzt da rein oder hier rein? Leichenraum? Ich weiß nicht, welcher Leichenraum was. Ne, da funktioniert. Leichenraum, Operationsraum. Aber wir gucken uns hier erstmal. Ach, guck dir das mal an, du. Gut designt, sehr gut designt. Ein Moment, mich juckt es gerade an der Hüfte. So. Ja, okay, ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, ob der mich so, okay, das Ding ist auch dran. Aber jetzt sind wir jetzt rausgekömmtet. Okay, wir müssen jetzt. Ah, da müssen wir rein. Da müssen wir lassen. Ich guck mal. Was ist das? Hier war doch Erkennung. Okay, Wirtzbowski, Trevor. Das klang wohl irgendwie russisch-polnisch. Funktioniert auch, hä? Hier immer wieder zum An. Hier ist ganz schön viel kaputt hier oben. Wo sind die alle jetzt? Der funktioniert. Wir haben doch alle abgeguckt. Leichenraum. Okay. Abchecken. Nix, nix. Okay, der funktioniert doch. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Wird mir auch nichts angezeigt hier. Das ist der dritte jetzt. Was abgelaufen sind. Erst zwei, drei Folgen zuvor. Guck mal, wie der rennt, Alter. Das ist voll der Parkourläufer, ey. Was gucken wir uns das Ding hier auch noch mal an? Mir wird aber nichts angezeigt, dass ich irgendwo was drücken muss. Das ist jetzt der vierte gewesen. Und hier hinten haben wir den letzten eingesetzt vollen. Okay, alles klar. Hier ist Action.